Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich war in letzter Zeit etwas krank. Oh, der Schatten sah gerade so komisch aus. Deshalb kamen tatsächlich keine Folgen. Über eine Woche, glaube ich sogar. Also ich war erkältet, jetzt nicht so wirklich was Schlimmes, krank. Also ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Aber meine Stimme hat sich halt so mega scheiße angehört und ich konnte auch nicht wirklich lange sprechen, ohne dann rumzuschniefen. Das wollte ich euch dann natürlich gerne ersparen. Und deshalb kam halt nix. Schon traurig. Ich lasse das in letzter Zeit voll schleifen. Ich meine, für die Krankheit kann man jetzt nicht so unbedingt was. Präventivmaßnahmen kann man natürlich immer irgendwie ergreifen, aber ja, ne? Aber egal, deshalb habe ich jetzt wahrscheinlich so schon circa um die 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich glaube allerdings, dass ich eine Spinne gehört habe, dass ich am Melonenfarm bauen war, oder? Ach ja, übrigens, das Resource Pack ist das RuneScape, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte oder nicht. Aber ja. Glaube fast nicht. Ich habe jetzt einfach mal das Erstbeste aus meiner Liste genommen, was mir so ins Auge gefallen ist, gestochen, keine Ahnung. Passt der Faden noch rein? Jawohl. So. Ja, Melonenfarm wollte ich bauen. Aber erstmal will ich gucken, wie es denn bei der anderen Farm aussieht, dass ich mein Dach vielleicht ein bisschen weiter basteln kann. Boah, irgendwie kommt mir die Maus gerade so langsam vor. Warte mal, warte mal. Nee, Quatsch, das war ja schon zu weit, oder? Na, warum ist doch dann bei der Steuerung? Da ist doch gut. Ich war schon drauf und sehe es wieder nicht, aber okay. So. Dann gucken wir mal. Boah, ich glaube, ich nehme den Shader gleich raus. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ach ja. Manchmal will er gar nicht so und. Na, das will auch noch nicht. Das muss noch ein bisschen. Und manchmal will mein PC halt mehr und mal weniger. So, jetzt muss ich aber überlegen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, woraus ich die Melonen. Also das Material hier außenrum so machen will für die Melonenfarm. Also das Haus. Ich glaube, ich wollte irgendwas mit Dingsens und so, ne? Mit Dingsens, Bumsens und ich hätte gerne Melonsamen, habe ich natürlich wahrscheinlich draußen in der Kiste. Und hier Dingsens, Bumsens, ne? Bitte, habe ich da noch eine angefangene irgendwo rumgammeln? Nein. Natürlich jetzt nicht so. Aber gucken mal, was ich jetzt noch machen kann. Haha, einfach nur, weil ich es kann. So. Damit wir auch hier schön vorankommen. Ich weiß jetzt echt gar nicht mehr so genau, wie das Prinzip war, aber ich wollte hier. Warte mal. Da oben drauf kommen da nochmal Pistons. Also. Das ist schon wieder Pfahl. Das ist schon wieder richtig. Doch, es war richtig, natürlich. Die Melonen sollen ja nur darauf wachsen. Ja, ergibt alles Sinn. Passt alles, ja. So, Melonsamen. Ich brauche ja nur 16. 9, 5, 6. So. So. So, wo genau die Pisten kommen jetzt quasi hier auf da drauf, ne? Würde ich ja jetzt mal, ne, die kommen eins weiter hinter. Weil ich ja noch die Glowstones drauf packe. Das heißt, die kommen über das Wasser. Über das Wasser. Ja, genau, wirft die Erde weg. Das ist genau das, was ich wollte. Na, warte mal, überlegen über das Wasser. Nee, ist ja doch. Doch, ist richtig, ne? Oh geil, ich kann die sogar so setzen, ohne dass ich halt noch eine Erdschicht dahinter machen muss, so dass ich da nicht extra und so, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die haben nicht aus Versehen nach oben geguckt. Meine ich damit. So.
Meine Güte, ich nehme wirklich gleich einen Shell raus. Ich sag's euch. Denn jetzt, wenn sich das jetzt hier mit den Frames nicht langsam mal bessert, weiß auch nicht warum, obwohl ich glaube, meine C-Festplatte ist schon wieder voll. Also die mit dem Betriebssystem, ich einfach mal einen Shader raus. Voll schlimm, ich weiß auch nicht. Irgendwie versuche ich immer die leer zu halten, aber die wird irgendwie immer voller, ohne dass ich was tue, also ohne eigenes Verschulden. Ne? Ist ja natürlich klar, ich bin ja nie an irgendwas schuld. Soll ich hier dann der Strom? Ne, der Strom soll dann hinten irgendwo hochgeleitet werden, oder? Ich hätte natürlich nirgendwo offen gelassen. Warte mal, der Strom, aber es muss. Ja, ich mache auf jeden Fall wieder coole Geräusche. Das ist mir schon selber ziemlich klar. So. Da kommt dann einfach der Redstone rauf. Ich habe echt nur noch 19 Reds. Ich weiß auch nicht, was ich mir da schon wieder bei gedacht habe. Ich nehme einfach noch mal ein, zwei Stecks mit und dann reicht mir das auch. Ne? Dann sollte das reichen. Zack, zack, die Fackeln brauche ich. Ich habe noch 26. Gut. Dann ist ja alles in Ordnung. So. Dann müssen wir mal gucken. Ach, nachher, warte mal. Wie lange geht eigentlich so eine Redstone-Leitung und eine Fackel? Ich glaube 15 Blöcke, oder? 15 könnte sein. Das heißt, ich sollte hier am besten irgendwo dann noch ein Dingsens, einen Repeater einbauen. Erstmal kurz hier gucken. Oh, passt doch sehr schön. Da haben wir ja schon die Leitung. Warte mal, wie machen wir das? Ich nehme einfach mal an, dass das Signal irgendwo von hier vorne kommt. Nehme ich einen Repeater nach hier. Warte mal. Dann mache ich für uns da auch nochmal einen Repeater dahin. Ich denke mal, das sollte dann auch noch bis nach hier reichen. Das müsste eigentlich. Jetzt muss ich auf jeden Fall den Schalter an der Seite an. Ach, ich hasse es, ne? Das ist immer so nervisch. Muss ich den Schalter auf jeden Fall an der Seite hier anbringen. Ja, das war ein Leck. Nein, aber da ist Wasser drüber, wollte ich ehrlich sagen. So. Gut. Mal überlegen. Warte mal. Wenn das Signal bis hierhin reicht, dann reicht es auf jeden Fall, ja. Dann auf jeden Fall. So. Warte mal, machen wir mal einfach. So, probe einfach da, probe einfach dahin, so. So, hier wieder diesen da. Und dann mal gucken. Ach, verdammt. Da darf eigentlich kein Repeater hin. Das geht so nicht. Ist aber kein Problem, denn ich reiße das hier erstmal alles wieder ab. Okay, nach Redstone da oben komme ich jetzt erstmal. Ja, komme ich auch ran, ne? So komme ich halt eben ran. Ich habe da schon meine Methoden. Warte mal, der kann da wieder weg natürlich erstmal, ist ja klar. So. Wie weit kann ich denn eigentlich runtergehen? So. Huch, nein, der Stein sollte ganz sicher nicht weg.
Wenn dann nur hier lang. Aber das könnte sich jetzt auch als... Nein, passt. Gut. Ich wollte nur gucken, wie hier jetzt mit dem Ablauf und so ist. Ein Problem. Ach, doofe Pilzhöhle. Ein Problem wird sich da natürlich gleich noch ergeben. Das werde ich gleich erläutern. Also ich glaube zumindest, dass sich da ein Problem ergeben könnte. So. Und zwar folgendes. Angenommen, hier kommt, ne? Hier ist das Wasser, dann würde hier nämlich schon dann die Truhe eigentlich sein. Also ich werde hier einen Trichter reinmachen. Okay, ich kann auch einfach ein paar Trichter dann dahin machen. Dann holt man das hier vorne ab. Das geht auch, ja, zur Not. Dann muss ich, ja, kann ich machen. Warte mal, wie kann man eigentlich mit Trichter nach oben leiten? Das ging auch irgendwie. Glaube ich. Ist mir jetzt aber, glaube ich, in dem Fall zu stressig. Obwohl, nee, das war dann nicht mit Trichtern, das kann man mit Spendern machen. Nicht mit Werfern, ich weiß gar nicht, mit Dispensern oder Spendern. Auf jeden Fall geht das, weil man die jetzt, glaube ich, auch mittlerweile nach oben platzieren kann. Aber, ja, nee, da muss ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. So, aber es wird bald schon wieder Nacht, damit sollte ich mich bald wieder beschäftigen, meine Güte. So, dann gehen wir einfach mal hier. Ist natürlich auch wieder schön. Jetzt werde ich hier gleich nämlich. Und so. Muss ich echt mal gucken, wo ich dann die Kiste hinpacke. Aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist dann einfach nur noch. Optisch. Optisch, ja, nicht optional. Naja, eigentlich auch optional, weil ich nicht unbedingt eine Kiste mit, also einen Trichter mit einer Kiste brauche, aber einfach nur für die Optik dann so mehr oder weniger dann. Ja. Also nicht so relevant. Aber fressen müsste ich gleich schon wieder was. Wenn ich ausgeschlafen habe, dann gibt es erstmal ein deftiges Frühstück, ein Steak und dann kann ich wieder richtig arbeiten. Dann bin ich arbeitsfähig. Oh. Na, mein Freund, du gehörst ja aber nicht hin. Oh, ich hab's echt noch geschafft. Krass. Ich bin richtiger Pro auf jeden Fall. Yeah. So, dann muss ich nur noch ein richtiger Bastelpro werden. Habe ich überhaupt noch? Ja, doch, Schwert habe ich auch noch mit. Entschuldigung, ich bin irgendwie dezent müde. Ist auch schon wieder gar nicht, wo das herkommt. Ist wieder so schlimm bei mir. So. Rein hypothetisch. Wir können natürlich auch den Hebel mit Redstone-Fackel nach oben legen, aber ich glaube, das tut jetzt nicht so Not. Aber ich habe nicht mal einen Hebel mit, ne? Das ist jetzt natürlich blöd. Dann nehmen wir einfach mal eine Redstone-Fackel für. So. Siehst du mal, das Signal reicht nicht bis hinten. Habe ich irgendwie mit gerechnet. Aber jetzt sollte es bis hinten reichen. So. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. So. Nehmen wir nochmal deinen Erdblock kurz weg. Ich meine, symmetrisch wird sowieso nicht mehr, aber in dem ein bisschen den Anschein wahren kann man ja noch. Aber da es halt einfach nicht mittig ist, das ist unschön. So, hier machen wir eine kleine Verzögerung rein. Das sollte jetzt klappen. Okay, sag bloß, das Signal kommt jetzt wieder nicht so. Warte mal. Weit. Nee, kommt's natürlich nicht. Ja, das ist jetzt nicht ganz so optimal. Allerdings könnten wir dadurch eventuell auch ein bisschen Material sparen. Also, ein Dingsens. Das werde ich gleich mal austesten. Warte mal. Nee, wir nehmen erstmal nochmal hier alles weg. Erstmal die Konstruktion nochmal zurückrufen. Also nicht anrufen, weil. Nein, der wird's schlecht, egal. So. Dann nehmen wir. Warte mal. Repeater brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Stellen wir erstmal gleich.